Das will ich ja nicht. Zack, da auch noch eine Fackel hin, damit ihr auch immer was sehen könnt. Alles auf einmal werde ich jetzt eh nicht machen, hier abholzen. Sondern ich lasse das dann hier alles mal, die Blätter verschwinden. Dann kann ich später mal besser sehen, wie groß ist die Fläche schon. Und ob ich da noch mehr brauche noch. Ein höherer Baum jetzt. Okay, da brauche ich Erde. Ich hoffe, ihr könnt eh was sehen. Aber es müsste eigentlich ausreichend kurz sein für euch. So, da ist auch noch sein Stamm. Da ist auch einer. Du musst auch weichen. Ach, das ist wieder so ein hoher Baum. So. Das. Dich kann ich hier auch noch wegmachen. Schon wieder Axt kaputt. Wie sieht's denn? Ah, 10 immerhin. So. Ich hier so einen Spawnbereich mache. Werde ich da aber mindestens die zwei großen sicher auch noch weg müssen. So, machen wir mal die kleine weg. Oh, ein Apfel. Ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel. Ja, ich bin auch schon gerade am PC zusammenstellen. Ja, jetzt überlege ich halt die ganze Zeit. Ich meine, ich will natürlich nicht zu viel Geld ausgeben. Und ja, jetzt ist halt meine Überlegung zwischen den AMD, den FX und 8350. Der hätte 8 Kerne. Wäre super fürs Rendern und hat eigentlich dann auch noch eine gute Spieleleistung. Ja, laut so ein paar Internet-Tests und so ist er wirklich, wenn man dann Spiele und Anwendungen so nimmt, ja, ist er da gut dabei. Bisschen besser da wäre der, boah, welchen war das jetzt, der Intel, der i5, der 3470, der wäre bei den Gesamtbenchmarken ein paar Punkte besser. Rein für die Spiele gesehen hätte er da eine bessere Performance, aber von den Anwendungen her gesehen wäre er dann hinter dem 8350er. Jetzt überlege ich natürlich, ich meine, so viele extreme High-End-Spiele spiele ich ja gar nicht. Also, ich glaube eher, ich werde mir wahrscheinlich den AMD an 8350 ernehmen. Weil jetzt da mit den Let's Plays und so ist es natürlich super, wenn er dann viel schneller rendert.
könnte ich auch gleich größere Aufnahmen aufnehmen hintereinander. Und ich könnte dann eventuell vielleicht noch ein viertes Let's Play mit raushauen. Aber das ist ja derzeit, wieso ich derzeit nur drei mache. Weil einfach die Renderzeit derzeit so extrem ist. Ich meine, derzeit habe ich an Phenom 2 X429. Ich meine, er ist nicht schlecht, ist ein Vierkernprozessor, aber derzeit wäre es für so eine 15 Minuten Minecraft-Folge, naja, so zwischen 45 und 50 Minuten rendert er. Ich habe mir jetzt das Adobe Premiere Elements 11 geholt, also nicht die Pro-Version, sondern nur die Elements. Mann, ich finde die Pro ehrlich gesagt viel zu überteuert, die kostet fast 1000er. Ehrlich gesagt kann ich mir überhaupt nicht leisten. Und da habe ich schon mal gemerkt, dass die Renderzeit jetzt auch schon runterging, weil das Programm wirklich da jeden Kern ausnutzt. Hat Movie Maker nicht gemacht. Und ja, das soll auch 8 Kerne unterstützen, soll dann nochmal eine Ecke schneller gehen. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie was ich dann wirklich will. Ich meine, was ich eigentlich viel spiele, ist WoW. Da würde ich eigentlich nicht so eine extrem kranke CPU brauchen. Also da wird dann der FX auch schon reichen. Und wahrscheinlich werde ich dann wirklich den AMD nehmen. Grafikkarte, will ich, dass sie nicht mehr als 200 kostet, da würde ich wahrscheinlich die Nvidia 660 GTX nehmen. Hat eigentlich auch eine super Leistung. Derzeit habe ich die 460er drin von Nvidia. Und ja, sollte mir dann auch einen guten Leistungsschub geben. Ja, was sonst noch? 16 GB Arbeitsspeicher werde ich mir reinmachen. Derzeit habe ich 8. Aber ich lese auch immer wieder in den Forum, dass so die ganzen Renderprogramme, besonders das Adobe und so, auch von 16 GB profitieren. Dachte mir, okay. Arbeitsspeicher kostet ja derzeit eigentlich eh nichts mehr. Ich glaube, die 16 GB sollten so auf dem 65, 70 Euro kosten, also ist nicht wirklich da die Welt, finde ich, mehr. Was sonst noch? Was wichtig wäre? Betriebssystem bleibe ich beim Windows 7. Ich kann mich einfach nicht mit den Blödsinn da von Windows 8 anfreunden. Das ist für mich irgendwie so ein Tablet-Smartphone-Betriebssystem. Keine Ahnung, wieso man so einen Mist jetzt für ein PC braucht, also keine Ahnung. Ja, jetzt können vielleicht einige meinen, ja, die ganzen Apps und so, aber ich muss sagen, ich habe ein Smartphone, ich habe da vielleicht 3, 4, 5 Spiele drauf, das war's, die ganzen Apps brauche ich eh nicht so. Extrem oft habe ich das Ding nicht in der Hand, dass ich da wirklich sage, ne, ich brauche jetzt für jeden Blödsinn da irgendwie so ein App. Ja, ich finde ich dann auch ein bisschen unnötig. Werde mir wahrscheinlich sowieso kein Smartphone mehr holen, also es war irgendwie so eine Einbildung, braucht man, aber im Prinzip, wenn man ehrlich sind, ist es unnötig. Weil, wenn ich, hoppala, da ist wieder eine Ärztin, wenn ich dann wirklich mal das Internet brauchen würde, dann bin ich schon wieder so im Arsch der Welt, dass es dort wieder so extrem langsam geht, dann vergeht mir auch schon wieder die Lust darauf. Ja, und sonst, ja, keine Ahnung. Im Prinzip telefonieren soll es können, SMS schreiben und das war's dann schon. Wenn ich damit ins Internet kann, ist super, aber ja, Rest brauche ich nicht so. Den dicken Apfel. Ja, das war's eigentlich so mit den Daten für den PC. Ja, SSD werde ich mir auch reintun, von Samsung, die 840er, aber die Basic, nicht die Pro.
Da reicht mir eigentlich vollkommen aus. Ich habe jetzt ja auch eine SSD drin. Auch von Samsung. Ach, irgend so eines der allerersten Modelle mit 64 GB, wo derzeit nur das Betriebssystem drauf liegt. Ja, und später will ich mir dann wirklich da noch die ganzen Spiele dort drauf schmeißen, die ich auch so spiele gerade alle. Dann läuft das alles noch ein bisschen besser. So, das hier noch, das hier noch. Ich würde sagen, dann lasse ich das davor erstmal so. Warte, bis die ganzen Blätter mal verschwinden. Dann kann ich später eh sehen, welche Fläche ich hier zur Verfügung habe. So. Gut. Wie sieht's mit dem Holz aus? Tropenholz, 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 Tropenholz und Tropenholz. 4,5 Stacks. Okay, da würde ich dann noch ein bisschen brauchen. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben hier genug Dschungel. Und so, gehen wir wieder zurück. Dann schaue ich mal noch schnell, was die Kühe machen. Die schon ausgewachsen sind. Oh, das sieht gut aus. Ach, die lasse ich hier, dass die Welt ein bisschen bevölkert ist. Ich habe so das Gefühl, dass die da irgendwo durch den Zaun rutschen. So, nochmal Kühe schlachten. Ja, für sowas wäre ein Plünderungsschwert auch nicht schlecht. Dann würde ich natürlich auch viel mehr Leder rausbekommen. So, dich bringe ich auch noch um. So. Ups. Na egal. Zack, zack. Ja, jetzt sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Okay. Geht mal kurz weg hier. Ich muss hier raus. Oh. No. Oh, was habe ich bekommen? 20 Leder und 50 Fleisch. Sehr gut. Schauen wir mal, wie viel Leder wir schon insgesamt haben. Vielleicht kann ich da unten dann schon bald die Schilder austauschen. Die Produkte. Ach, 850 habe ich jetzt. Das müsste eigentlich schon reichen für das komplette Lager. Da stehen 6, da stehen auch 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, okay, 28 und hier stehen auch 6, sind 34, ach, dann hätte ich schon vorher genug gehabt. Na egal. Jetzt habe ich auf alle Fälle genug. 8 rein, plus das Fleisch. Dann bauen wir uns noch ein paar Fackeln. So, jetzt haben wir da gleich 6 Reserve. Oh, sehr gut. Jetzt mit dem Essen. Geht auch schon vorwärts. Kakao. Dann das Grünzeug. Habe ich schon 26 Dschungel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
sonst hier noch drin? Ich nehme das Holz. Es kommt auch da in die Kiste rein. Da. 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 Und da. So. So, machen wir das so. Dann brauche ich da nicht hin und her schlichten, wenn ich da was reinschmeiße. Äxte habe ich viele verbraucht. Da nehme ich mir jetzt noch schnell ein paar raus. Da eine. Und da eine her. Fackeln kommt dann auch dahin. Passt, gut. Ist jetzt hier schon über eine Stunde. Dann belasse ich das mal dabei. Ja, und das nächste Mal geht's dann weiter. Drei Kühe da schon. Da hinten ist auch eine. Auf der anderen Seite sind mir auch zwei rausgelaufen. Da oben auf dem Baum ist noch eine. Keine Ahnung, wieso die immer durch den Zaun rutschen. Bei den Schafen das gleiche. Die laufen da dann auch irgendwie durch. Vielleicht ist das ein bisschen zu klein. Das werde ich dann das nächste Mal ein bisschen größer bauen. Na passt. Dann sage ich mal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao.